Willkommen zu einem neuen Quick-Tipp. Heute zeigen wir euch mal das kleine Teil hier. Das ist eine Ständer-Anschlagplatte. Wieso das so wichtig ist, erfahrt ihr in diesem Video. Vielfach hat man das Problem, dass wenn man einen dickeren Auspufftopf dran hat, dass der Ständer am Auspuff ansteht. Wenn ihr jetzt hier seht, schlägt er jedes Mal hier einen Auspuff an. Jetzt kommen wir zu der Montage von dem Teil. Für das müssen wir nur zwei Schrauben lösen, zwar hier die hinteren zwei Schrauben von der Ständerlagerschale. In unserem Fall sind es auch schon Imbusschrauben. Vielfach sind auch Sechskantschrauben verbaut. So sieht die Anschlagplatte aus. Ihr seht, da vorne hat es zwei Auskerbungen. Die müssen nach vorne schauen, sprich gegen das Vorderrad, und dann könnt ihr das schon montieren. Ihr seht, der Ständer kann jetzt nicht mehr an den Auspufftopf anschlagen. Der ist begrenzt. Und da bleibt euer Endtopf auch schön lang heil und ganz. Ihr seht, das ist eine simple Sache. Zwei Schrauben lösen, alle machen fertig. Ich hoffe, ihr könnt etwas lernen können. Wenn ihr noch Anregungen habt für weitere Quick-Tipps oder gute Videoideen, schreibt da gerne unten in die Kommentare. Wir sind immer froh um Rückmeldung von euch. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao zusammen. Alter, das ist schon 10 vor 12. Babam, babam.